Liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen und heute mal mit keinem Grill-Video, witzigerweise, sondern es wird heute wirklich passieren, mein Pavillon wird aufgebaut, weil der liebe Björn... Also wir hoffen, dass es aufgebaut wird. Wir hoffen es, genau, wir hoffen es. Aber der liebe Björn hat sich dazu bereit erklärt, mir zu helfen. Hier unten liegt der Kollege, kann man das sehen? Bin ich jetzt richtig? Ja. Der ist so schwer, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir wollen jetzt mal da ran und uns das Ganze mal angucken. Wir sind guter Dinge. Es ist jetzt 15 Uhr, richtig. Knapp, und wir glauben, dass wir es schaffen heute, oder? Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Wir nehmen euch natürlich... Ja, genau, wir nehmen euch auf dem Weg mit. Wir werden jetzt erstmal dieses Riesenpaket auspacken und gucken uns das Ganze mal an. Bis gleich. Also ich muss sagen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Also das sind jetzt unsere Teile. Man muss auch sagen, hier sind überall Buchstaben drauf, nicht wie bei Ikea, dass man raten muss, sondern das ist eigentlich schon ganz gut gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich alles so einfach geht, wie es aussieht, oder Björn? Ja, ich bin gespannt. Oder? Wir schwitzen schon, 27 Grad, die Luft steht. Ja, aber müssen wir jetzt durch, ne? Wir ziehen das jetzt durch. Na gut, okay, dann seid gespannt. Eine Stunde 15 ist jetzt um. Da hinten sitzt der arme Björn. Wir haben es bis dato die vier Außenbeine geschafft, das Rollo, also die Ketten ranzuschrauben. Und jetzt machen wir gerade die? Querstützen. Die Querstützen, genau. Also es ist doch aufwendiger, als wir gerade gedacht haben. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben die Beine ausgepackt und dann kam aus den Beinen kam auch noch Material raus. Also es war doch noch ein bisschen mehr, als es im ersten Moment schien. Es ist aber nach wie vor logisch erklärt. Guck mal, die Hunde feiern wir da hinten richtig ab. Es ist logisch erklärt und wir sind guter Dinge. Bis 18 Uhr müssen wir durch sein. Das schaffen wir. Auf jeden Fall. Genau, wir drücken uns die Daumen. Jetzt trinken wir erstmal noch ein Wasser. Jetzt gibt es erstmal ein Wasser, genau. Das hast du dir auch echt hart verdient. Wasser und Handtuch hole ich dir. Ne? Das machen wir. Alles klar, gut. Ich melde mich nochmal. Ich bin ziemlich K.O. Hier steht jetzt der Pavillon, aber das Dach fehlt noch. Das liegt da hinten. Björn musste leider los, deswegen und alleine kriegt man das nicht da drauf jetzt und auch nicht bezogen. Da brauchst du schon eine zweite Hand, die anderen Männer haben da hinten aber zu tun. Das heißt, wir werden morgen weitermachen. War mir fast klar, Björn hat gesagt, ach Quatsch, kein Problem, das geht ganz schnell, Marisa. Bisschen komisch ist auch, da sind nur zwei Rollos mit dabei. Das muss ich gleich erstmal gucken auf der Rechnung, ob das alles so richtig ist und bei der Bestellung. Ich habe das Gefühl, da fehlen zwei Rollos. Ich habe auch Teile, die gar nicht benannt sind. Es ist teuer gewesen, das Ding. Deswegen ärgert mich das ein ganz bisschen. Kann ja sein, dass der Fehler immer noch bei mir liegt oder bei Björn, also bei uns sozusagen. Werde ich jetzt erstmal alles rausfinden. Das heißt, wir werden morgen weiter filmen und hoffen, dass wir es dann endlich hinkriegen. Guten Morgen alle zusammen. Da seht ihr immer noch das Dach. Es hat sich noch nichts weiter getan. Da ist das Grundgerüst von dem Pavillon. Ja, weil Wetter kacke. Und es ist auch jetzt schon, also wir haben gesagt, wir machen nächsten Tag weiter. Nee, es ist heute schon noch einen Tag später, weil Wetter so blöd war. Ja, heute Nachmittag wollen wir jetzt wirklich weitermachen, weil heute Morgen hat es hier geregnet und es soll jetzt auch immer noch mehr regnen. Dementsprechend geht es nachher weiter. Ich bin gespannt, ob wir das heute hier wirklich hinkriegen. Ich glaube, da hinten seht ihr wieder, mein Pavillon hängt schon durch. Das heißt, er muss jetzt wirklich weg und er muss jetzt wirklich fertig werden. Er ist aber wirklich kompliziert zusammenzubauen und alleine kommst du da überhaupt nicht voran, weil, naja, also du brauchst immer noch ein paar mehr Hände, um da jetzt das Dach aufzukriegen und das zu beziehen und wie auch immer. Ein bisschen schade, ein bisschen blöd gemacht, wenn man jetzt so alleine davor steht. Und es gibt ja auch nun mal auch Menschen, die alleine sind, hast du keine Chance, das Ding aufzubauen. Gut, ich werde jetzt nur rumnörgeln. Ich hoffe, dass es heute Nachmittag steht. Und dann freue ich mich. Und ja, gucken wir einfach mal. Bis später. Guten Morgen, liebe Griller-Freunde. Es ist jetzt der dritte Anlauf. Das Wetter hat nicht mitgespielt. Die Zeit war irgendwie nicht da. Wir wollen aber heute jetzt wirklich hier diesen Pavillon fertigstellen. Kann man es sehen? Ja. Und da liegt ja noch das Dach. Genau, wir werden es heute hoffentlich schaffen. Björn ist wieder da, also ich habe Unterstützung. Philipp hilft auch gerade kurz mit, auch wenn er nicht so viel Lust hat, aber das kriegen wir jetzt gleich schon hin. Jetzt kommt das Dach drauf, das heißt richtfest und wie das nachher aussieht, das zeigen wir euch. Jetzt feiern wir richtfest. Das war jetzt ganz einfach, Björn, oder? Ja, super einfach. Also keine 10 Minuten, würde ich behaupten, so vom Gefühl her. Also richtfest ist jetzt, das heißt... wir werden jetzt erstmal anstoßen und dann kommt die Plane drüber, die Folie kommt dann drüber, ne? Oder was ist der nächste Schritt? Ich denke die Folie, ja. Die Folie, ne? Wir müssen wohl noch das Rollo einmal austauschen, ne? Die haben wir alle, also die sind alle falsch rum. Die müssen wir nochmal abschrauben und
neu anbauen. Und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen ausrichten. Wenn ich so von hier gucke, muss ich sagen, ist der immer noch ein bisschen schief, Björn. Das machen wir aber auch noch. Das kriegen wir noch hin. Er steht ja noch nicht am richtigen Platz. Also er soll ja dann hoffentlich heute meinen alten Pavillon ersetzen. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Aber ich bin jetzt ganz guter Dinge. Oder? Palim, palim. Das Dach ist drauf. Und er sieht top aus, muss ich wirklich sagen. Ich bin ganz begeistert. Das ist ein schickes Ding. Ich glaube, das wird meine Grillecke echt aufwerten. Wenn wir irgendwann jetzt noch einen Fußboden haben, dann ist es, glaube ich, top. Und wir sind jetzt da. Mein alter Pavillon sagt jetzt Bye-Bye. Ne? Und ich glaub, wir reißen jetzt ab. Reißt du ihn ein? Ich reiß ihn ein. Du reißt ihn ein. Komm, das geht, glaube ich, ratzfass. Super. Er hat mir gute Dienste geleistet, aber seine Zeit ist gekommen. Man sieht hier, ich habe da ja schon alles geflickt. Und genau, er hängt echt schon auf 7:30. Es war überall festgebunden hier am Zaun, weil sonst wäre er schon längst zusammengebrochen. Wir sagen jetzt tschüss, mein alter Pavillon, und hello, mein neuer Pavillon. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich es fertig. Geschafft. Ich habe auch keine Lust mehr. Nein, wir sind schweißgebadet. Es war anstrengender, als wir gedacht haben. Ja. Du hast gesagt, ich helfe dir gerne, Marisa. Ich habe gesagt, in 1 Stunde, 1,5 haben wir das. Ne? Richtig, genau. So, und jetzt sind wir da 2 Tage bei beschäftigt. Ja. Aber haben wir sehr gut gemacht. Ja, super gemacht. Also vielen, vielen Dank auch, dass du mich da unterstützt. Sehr gerne. Und immer wieder gerne. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Wir können jetzt noch einmal zeigen, was der alles hier so kann. Wir haben hier nämlich ein Rollo. Tschüss. Genau. Also, es ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Vielen, vielen Dank an Franz, der mir diesen Pavillon hier gespendet hat und der mir jetzt eine wunderschöne Grillecke zaubert. Wir wollten eigentlich gerne noch die Arbe ein bisschen verschieben. Problem ist nur, wir sind zu schwach. Ja. Also das kriegen wir jetzt heute nicht mehr hin, das machen wir jetzt auch nicht. Aber ich werde mir jetzt ein bisschen, ich werde jetzt ein paar Schönheitssachen vornehmen. Ich werde so ein bisschen die Hecke machen noch, den Fußboden einmal durchhaken, ein bisschen das Gras weg. Und dann habe ich, glaube ich, eine echt tolle Grillecke. Absolut. Oder? Dann freuen wir uns auf was Leckeres zu essen von dir. Na, das ist aber, das wollen wir doch mal hoffen, ne? Okay, also, ihr seht jetzt meine neue Grillecke. Ich freue mich, dass ihr dieses Video hier zugeguckt habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Ein Abo wäre natürlich super, ne? Immer. Das ist immer das Beste. Schreibt mir in die Kommentare und ich verabschiede mich jetzt wie immer mit einem Küsschen. Von der Küste, dachte ich.